Hallo Yugi-Freunde, wir sind's wieder, euer Dirk und Jana. Und jetzt heißt es ringfrei für Runde 3. Genau, mit unserer Einsteiger-Duell-Serie zusammen mit der Speed-Duell Battle City Box. Und dieses Mal stellt sich ganz seriengemäß der gute Yugi mit seiner magnetischen Anziehung den bösen Kontrahenten und dem Zwillingspärchen Lumis und Ambra, den Zauberern der Maske. Ja, wir werden euch ausführlich zeigen, wie das Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel funktioniert, mit Hilfe der beiden passenden Decks. Und damit ihr auch ein bisschen selber üben könnt, verlosen wir die beiden Decks, die wir heute spielen. Genau, und zwar zusammen mit diesen schicken 2x Ultra Pro Matt Deck Protector Sleeves im schicken, knalligen Gelb, damit ihr eure Decks auch gut schützen könnt. Ja, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr nur 3 einfache Dinge tun. Like dieses Video, schreibt einen netten Kommentar und lasst ein Abo da. Dann seid ihr in der Verlosung mit dabei und wir drücken natürlich allen Teilnehmern ganz fest die Daumen. Ja, und jetzt heißt das ringfrei Runde 3, wie du schon sagtest. Und dann Zeit für ein Duell. Genau, los geht's. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Und da sind wir auch mit unserem dritten Tutorial-Duell für unsere Speed-Duell-Einsteiger-Freunde. Ja, wir werden euch jetzt wieder Schritt für Schritt anhand des Lumis und Ambra bzw. des Yami Yugi Magnetkrieger-Decks mal so ein bisschen zeigen, ja, wie das Spiel so halt in Grundzügen halt funktioniert, euch da ein paar entsprechende grundlegende Spielmechaniken halt auch erklären. Ja, und dann wollen wir hoffen, dass ihr dann auch entsprechend dann fit seid, dann auch selbst Yu-Gi-Oh! Zu spielen und dann mit dem Speed-Duell-Starter-Sets, die wir schon alle mittlerweile auch haben, dann euch selbst dann auch den Einstieg mehr oder weniger erleichtern könnt. Genau, am Ende dieser Duellreihe kommt ein Test, also gut aufpassen. Gut, wir fangen also mal an. Also die ersten grundlegenden Sachen haben wir bereits in den ersten beiden Duellvideos, insbesondere in dem ersten Duellvideo haben wir schon ausführlich mal so den groben Spielaufbau ja auch erklärt und wie die einzelnen Phasen halt sind, mal näher gebracht. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, schaut auf jeden Fall noch Folge 1 und 2 euch vorweg nochmal an. Damit könnt ihr euch schon mal so einige Fragezeichen vielleicht sogar schon wegnehmen. Ansonsten machen wir jetzt einfach mal den Platz mal frei für unser drittes Duell und legen einfach mal los, würde ich sagen. Ja, wir würfeln die Entscheidung. Ich habe wirklich kein Würfelglück heute. Unglaublich. Ja, schade. Es ist dir nicht gegönnt, deswegen darfst du auch einfach mal anfangen. Oh, danke. Schon wieder. Willst du nicht anfangen? Doch. Alles gut. Gut, also im Speed-Duell-Format startet jeder Spieler mit 4 Handkarten. Und die Draw-Phase, also die Phase, mit der quasi jeder Spielzug halt beginnt, muss halt der beginnende Spieler eines Duells leider überspringen. Wir haben beide jeweils eine Skillkarte. Jede dieser Skillkarten muss halt abhängig davon, was die Fähigkeit hat, besagt, entweder halt direkt am Beginn des Duells aktiviert werden oder erst zu dem Zeitpunkt, wo wir die Fähigkeit dann auch nutzen wollen. Das steht auf der Rückseite der Karte jeweils halt drauf. Bei mir ist es in dem Fall halt so, dass ich die Karte erst aktiviere, wenn ich ja dann die Fähigkeit auch wirklich nutzen möchte. Bei dir wahrscheinlich genauso, ne? Ja, genau. Genau, es gibt auch einige Skillkarten, die haben quasi permanente Effekte, die halt sofort und während des gesamten Duells letzten Endes halt gelten. Diese Karten muss man halt dann auch im Regelfall dann auch zu Beginn des Duells auch aktivieren, aber da steht auf der jeweiligen Skillkarte dann auch mit drauf. Genau. Gut. Ja, da ich das Duell beginne, überspringe ich die Draw Phase, bin dann in der Standby Phase und starte dann jetzt einfach mal sofort mit der Main Phase. Mhm. So, und ich werde dann auch einmal sofort die Fähigkeitskarte von mir aufdecken. Oho. Die magnetische Anziehung. Mhm. Führe die folgenden Fähigkeiten aus. Wenn ein Magnetkriegermonster der Stufe 4 oder niedriger als Normalbeschwörung beschworen wird, kannst du deiner Hand ein Magnetkriegermonster der Stufe 4 oder niedriger mit einem unterschiedlichen Namen von deinem Deck hinzufügen. Mhm. Die zweite Fähigkeit. Du kannst 2 Magnetkriegermonster der Stufe 4 oder niedriger mit unterschiedlichen Namen von deiner Hand vorzeigen und falls du dies tust, füge deiner Hand ein Valkyrion Magnetkrieger von deinem Deck hinzu. Jede dieser Fähigkeiten kann ich nur einmal pro Duell verwenden. Okay. So, und da ich in der Main-Phase bin, darf ich jetzt ein Monster als Normalbeschwörung beschwören und das tue ich dann auch sogleich, und zwar Beta Magnetkrieger im Angriffsmodus. So, und da greift dann jetzt auch schon die erste Fähigkeit von mir. Denn wenn ein Magnetkriegermonster beschworen wird, kann ich meiner Hand ein Magnetkriegermonster der Stufe 4 oder niedriger vom Deck hinzufügen. Na dann tue ich das. Dann suche ich mir jetzt einen weiteren Magnetkrieger. Magnetkrieger braucht das Land. Dann nehme ich doch einmal Gamma-Magnetkrieger.
Wichtig aber ist, wenn ihr euch Karten aus eurem Deck auf die Hand nehmt, müsst ihr diese Karte grundsätzlich eurem Gegner halt auch vorzeigen, um dem zu beweisen, dass ihr auch eine legale Karte euch hinzugefügt habt. Außerdem müsst ihr anschließend euer Deck einmal kurz durchmischen und dann einmal den Gegner abheben lassen, um dann irgendwelche Eventualitäten zu vermeiden, sag ich mal. Genau. Dann möchte ich auch direkt im Anschluss die zweite Fähigkeit von magnetischer Anziehung aktivieren. Und zwar, ich zeige dir jetzt zwei Magnetkriegermonster der Stufe 4 oder niedriger vor und darf meiner Hand dann einen Valkyrion-Magnetkrieger hinzufügen. Und ich zeige dir jetzt mal einmal Gamma und Delta-Magnetkrieger. Ja, alles klar. Direkt mal beide Fähigkeiten voll ausgeschöpft. Voll ausgeschöpft. Es muss ja auch mal laufen für mich, ne? Natürlich. Das sei dir auf jeden Fall auch gegönnt. So, und damit hole ich mir dann den Valkyrion-Magnetkrieger. Genau, bei Valkyrion, dem Magnetkrieger, ist es halt so, den darf man halt nicht als Tributbeschwörung beschwören, so wie es halt bei anderen Monstern mit einem Monster-Level der Stufe 5 oder höher der Fall ist, sondern Valkyrion darf nicht, muss als Spezialbeschwörung beschworen werden. Das bedeutet in dem Fall, ich erkläre es mal. Ja, greif einfach mal vorweg. Nein, mach, alles gut. Okay. Wenn du jetzt schon dabei bist, dann zieh es auch durch. Verzeihung. Also, grundsätzlich ist es ja so, dass ihr normalerweise pro Spielzug eine Normalbeschwörung durchführen dürft, so wie es Jana gerade mit Beta getan hat, aber ihr dürft auch sogenannte Spezialbeschwörungen durchführen, die halt quasi, solange ihr die Möglichkeit habt, quasi unendlich oft möglich sind. Valkyrie der Magnetkrieger dürft ihr als Spezialbeschwörungen beschwören, indem ihr einen Alpha, einen Beta und einen Gamma, den Magnetkrieger, von unserer Hand- oder Spielfeldseite als Tribut anbietet. So. Das heißt, man legt dann die entsprechenden Karten von der Hand oder der Spielfeldseite auf den Friedhof und darf dann den Valkyrien, den Magnetkrieger, von der Hand als Spezialbeschwörung beschwören. Man darf aber auch den Valkyrien selber mit seiner Fähigkeit als Tribut anbieten, um dann Alpha, Beta und Gamma vom Friedhof als Spezialbeschwörung zu beschwören. Das ist schon eine echt feine Sache, weil man entweder ein Monster mit über 3000 Angriffspunkten auf dem Spielfeld hat oder sich auch diesen Monster einfach mal drei kleinere Monster zaubern kann. Mhm. Genau. Mhm. Gut, aber ich bin ja immer noch in meiner Main-Phase, das heißt, ich darf noch ein bisschen was tun. Mhm. Und da werde ich dann eine Karte setzen. Mhm. Ja, ich glaube, dabei bleibt es erstmal. Ich setze die eine Karte und gehe dann schon, da wir noch im ersten Spielzug sind, nicht in die Battle-Phase, sondern direkt in die Endphase. Genau, auch eine wichtige Eigenschaft, dass der beginnende Spieler in seinem ersten Spielzug nicht in die Battle-Phase eintreten darf. Weil sonst könnte er quasi schon im besten Falle genug Angriffspunkte auf das Spielfeld legen und das Spiel für sich entscheiden, ohne dass der Gegner wirklich was dagegen machen kann. Und das wollen wir natürlich nicht. Gut, dann werde ich jetzt meinen Zug beginnen in der Draw-Phase. Erstmal beginnen mit meiner Karte von meinem Deck ziehen. Dann gehe ich einmal in die Standby-Phase, wenn du nichts dagegen hast. Und von da aus dann auch direkt in die Main-Phase. Dann würde ich ganz gerne Folgendes tun. Ich rufe als Normalbeschwörung meinen Opti-Klop. Grundsätzlich ist es so, dass ihr nur Monster der Stufe 4 oder niedriger als Normalbeschwörung beschwören dürft. Das heißt, ihr dürft sie entweder offenen Angriffspositionen beschwören oder alternativ auch in die verdeckte Verteidigungsposition. Die beiden Positionen sind halt möglich. Außerdem dürft ihr, wenn ihr ein Monster schon längst auf dem Spielfeld liegen habt von einem vorherigen Zug, dürft ihr es als sogenannte Flip-Beschwörung beschwören. Das heißt, es wechselt dann von der verdeckten Verteidigungsposition in die offene Angriffsposition. Das sind so die wesentlichen Arten, wie man halt Normalbeschwörungen durchführen kann. Wichtig hierbei ist, dass die Flip-Beschwörung selber eure Normalbeschwörung halt nicht verbraucht. Das heißt, ich darf ein Monster als Flip-Beschwörung beschwören und dann trotzdem noch ein weiteres Monster als Normalbeschwörung beschwören. Mhm. Gut. Dann mache ich mal weiter. Ich werde zwei Karten verdeckt setzen. Und jetzt ist die Frage, ob ich jetzt risikoreich sein soll oder ob ich ein bisschen Angst vor einer verdeckten Karte haben soll. Nein, ich werde mich ein wenig zurückhalten. Ich habe ein bisschen Schiss vor einer verdeckten Karte. Deswegen werde ich meinen Spielzug an der Stelle erst einmal beenden. Mhm. Okay, dann gehe ich jetzt in die Draw-Phase und ziehe eine Karte. Mhm. Gut. Okay, wie gehe ich jetzt am besten vor? Das ist gar nicht so einfach. Ja, das glaube ich dir gerne.
auf jeden Fall solltest du mehr als genug Auswahl haben, um was machen zu können. Ja, natürlich, denke ich auch. Das ist nur immer die Frage, wie man vorgeht. Dabei muss auch ein bisschen beachten, was hat der Gegner auf dem Spielfeld liegen. Kann er vielleicht bei irgendwelchen Aktionen halt dazwischen funken? Oder wartet er vielleicht noch auf einen Angriff oder ähnliches? Also da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Oder man kann natürlich auch davon ausgehen, dass der Gegner vielleicht sogar ein bisschen blufft, wenn er eine schlechte Hand hat. Das kann natürlich auch sein. Also das kann, ja, Mindtricks, Mindgames. Genau. Das sind also diese Gedankenspielchen, die man einfach so berücksichtigen muss. Wenn man halt so dann entdeckt, dass der Gegner das halt irgendwann vielleicht noch ein bisschen besser kennt, dann kann man auch ungefähr besser einschätzen, was halt einen erwartet. Aber so, gerade wenn man entdeckt zum ersten Mal halt spielt oder gegen einen Spieler zum ersten Mal spielt, kann es natürlich schwierig sein, ihn einzuschätzen. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich glaube, ich werde auf Nummer sicher gehen. 1800 Angriffspunkte hat dein Monster, ne? Ja, das ist schon sehr stabil eigentlich für ein Monster der Stufe 4. Das ist richtig, ja. Gut, dann werde ich einfach ein Monster setzen. Und mit ihm hier einmal in die Verteidigungsposition wechseln. Okay. Mit den 1700 Punkten komme ich an deinen 1800 nicht vorbei. Ja, aber so schütze richtig. Ich mich noch ein bisschen vor Schaden. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich hätte noch was anderes vorher machen sollen. Naja, egal. Ja. Damit beende ich dann einfach mal meinen Zug. Alles klar. Dann gehe ich in die Draw-Phase und ziehe meine Karte. Dann gehe ich in die Standby-Phase und würde auch dann direkt in die Main-Phase übergehen wollen. Ja, wie mache ich das? Ich mache mal Folgendes. Ich gehe mal in die Battle-Phase über direkt und würde ganz gerne mit meinem Opti-Klopp mal dein ominöses, verdecktes Monster angreifen wollen. Ah, da rennst du rein in Gamma-Magnetkrieger, der 1800 Verteidigungspunkte hat. Gut, das heißt, in dem Fall würde da nichts passieren, da mein Opti-Klopp leider nicht genug Punkte hat, um den Gamma, den Magnetkrieger, zu zerstören. Denn grundsätzlich ist es so, dass Monster nur dann im Kampf zerstört werden, wenn ich es angreife, solange mein angreifendes Monster mehr Angriffspunkte hat, als in dem Fall die Verteidigungspunkte des Monsters, das in Verteidigungspunkte liegt. Bei einem Gleichstand bleibt das Monster halt liegen, kein Spieler bekommt Schaden und alles ist soweit in Ordnung. Alles tutti. Genau. Wären beide Monster im Angriffsmodus gewesen, in Angriffsposition gewesen und hätten gleich viele Punkte gehabt, dann würden beide Monster im Kampf zerstört werden. So passiert halt erstmal nichts. Von daher muss ich da meinen Spielzug an der Stelle erstmal wieder beenden. Gut, dann ziehe ich eine Karte in meiner Drawphase. Okay. Dann starte ich als allererstes einmal in meiner Main Phase. Also ich war jetzt in der Standby Phase, gehe jetzt in die Main Phase. Dann starte ich mit Angriff auf den Mond. Oho. Eine permanente Zauberkarte. Einmal pro Spielzug, wenn die Kampfposition eines Felsmonsters, das du kontrollierst, geändert wird, du kannst eine Zauber oder Falle wählen, die dein Gegner kontrolliert, zerstöre das gewählte Ziel. Oha. Ja, das ist gemein, ne? Ja. Normalerweise ist es so, wenn Zauber- oder Fallenkarten benutzt worden sind, dann zählen sie als verbraucht und werden dann auf den Friedhof gelegt, weil sie einfach ihren Effekt ausgeführt haben und dann nicht mehr benötigt werden. Permanente Zauberkarten bzw. permanente Fallenkarten haben dieses Unendlichkeitssymbol neben dem Typ der Karte stehen. Das heißt, diese Karten bleiben auf dem Spielfeld liegen, selbst nachdem sie aktiviert worden sind und werden erst dann vom Spielfeld genommen, wenn sie durch einen anderen Effekt entweder zerstört oder verbannt werden. Genau. So, jetzt überlege ich mal, wie ich weitermache. Ich habe das hier. Ich habe das da. Ist gar nicht so einfach. Man hat viele Optionen, aber keine führt geradewegs zum Ziel. Okay. Na,
Naja gut, aber wie heißt es? Mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Genau. Stück für Stück. Stück für Stück, genau. Ich setze noch eine zusätzliche Karte. So, und dann... wechsle ich mit Beta-Magnetkrieger in den Angriffsmodus. Dadurch aktiviert sich dann der Effekt von Angriff auf den Mond. Ich kann jetzt eine Zauber- oder Falle wählen, die du kontrollierst und sie zerstören. Gut. Welche Zauber- oder Fallenkarte sollte es denn sein? Die da. Gut. Wichtig hierbei ist, wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, hat der Gegner normalerweise immer dann die Möglichkeit, auf die Aktivierung dieses Effektes mit eigenen Karten zu reagieren. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine sogenannte Fallenkarte hier unten liegen habe und sage, okay, die könnte ich sogar ankennen, dürfte ich das jetzt an der Stelle sogar tun. In dem Fall kann ich allerdings meine Seelenzerstörung leider nicht anketten, da wir beide keine Monster im Friedhof liegen haben. Deswegen wird meine Seelenzerstörung einfach nur selber zerstört. Ja. Genau. Und damit gehe ich in die Endphase und gebe an dich ab. Okay, gut. Dann gehe ich in die Draw-Phase und ziehe erstmal eine Karte. Dann gehe ich von der Standby-Phase direkt mal in die Main-Phase über. Und dann würde ich ganz gerne eine Zauberkarte aktivieren. Und zwar die sogenannte Vorvorbereitung in der Riten. Diese Zauberkarte erlaubt es mir, eine Ritualzauberkarte von meinem Deck hinzuzufügen und anschließend ein Ritualmonster von meinem Deck oder Friedhof, was auf dieser Ritualzauberkarte aufgeführt ist. Und ich darf jetzt die Vorvorbereitung der Riten auch nur einmal pro Spielzug aktivieren. Also selbst wenn ich mehrere davon auf der Hand hätte, dürfte ich nur eine davon pro Spielzug benutzen. So, jetzt fragt sich der ein oder andere, was ist denn eine Ritualzauberkarte? Ritualzauberkarten sind eine besondere Form von Zauberkarten, die man an einer kleinen Flamme neben dem Text Zauberkarte erkennt. Diese werden halt benutzt, um sogenannte Ritualmonster zu beschwören. Ritualmonster erkennt man daran, dass sie halt blau sind und nicht so in dem üblichen Gelbton bzw. in diesem Braunton von Effektmonstern, sondern die sind blau. Diese Ritualmonster kann man halt nur mit Hilfe von einer passenden Ritualzauberkarte als Ritualbeschwörung beschwören. Ritualbeschwörungen zählen hierbei auch zu den Spezialbeschwörungen. Das heißt, diese dürfte ich auch theoretisch beliebig oft in einem Spielzug durchführen. Wie funktioniert eine Ritualbeschwörung? Um eine Ritualbeschwörung durchführen zu können, braucht man das Ritualmonster, die entsprechende Ritualzauberkarte und ausreichend Monster, die man als Tribut anbieten kann, um dieses Ritualmonster zu beschwören. In den meisten Fällen ist es so, dass man dann sich hier an dem Level des jeweiligen Ritualmonsters orientiert. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise die maskierte Bestie als Ritualbeschwörung beschwören möchte, muss ich Monster von meiner Spielfeldseite oder meiner Hand als Tribut anbieten, deren Stufe gemeinsam halt mindestens 8 ergibt. Ja, anschließend darf ich dann halt diese Monster halt dann also zusammen mit der, also ich aktiviere dann die Zauberkarte, biete die Monster als Tribut von meiner Hand oder Spielfeldseite und darf dann meine maskierte Bestie dann als Spezialbeschwörung auf das Spielfeld bringen. So funktioniert eine Ritualbeschwörung, aber ich glaube, das kann man live nochmal ein bisschen besser zeigen, dann ist es noch ein bisschen nachvollziehbarer. Das heißt, ich aktiviere jetzt den Fluch der maskierten Bestie. Das heißt, diese Karte kann ich jetzt halt benutzen, um meine maskierte Bestie als Ritualbeschwörung zu beschwören. Und normalerweise müsste ich jetzt Monster mit mindestens 8 Sternen als Tribut anbieten. Allerdings gibt es auch eine Karte, die das ein bisschen umgehen kann. Ich biete nämlich als Tribut meinen Ritualraben an. Der Ritualrabe hat nämlich eine sehr, sehr coole Fähigkeit, denn wenn ich nämlich genau ein Ritual-Finsternis-Monster beschwöre und da meine maskierte Bestie ein Finsternis-Monster ist, trifft das halt zu, dann darf ich diese Ritualrabe-Karte als die gesamten Erfordernisse für diese Ritualbeschwörung behandeln. Das heißt, er wird effektiv dann als Level-8-Monster für meine Ritualbeschwörung behandelt. Das heißt, ich biete jetzt meinen Ritualraben als Tribut und darf dann meine maskierte Bestie als Spezialbeschwörung beschwören. Begeisterung macht sich bei dir breit. Absolut. Gut, dann habe ich jetzt aber noch meine Normalbeschwörung noch frei. Das heißt, ich dürfte jetzt sogar noch ein Monster beschwören, wenn ich wollte. Und ich glaube, das tue ich auch mal. Ich biete meinen Opti-Klop als Tribut. Jetzt gehen wir in die Vollen. Ich rufe Bestie von Talwar als Tributbeschwörung. Wichtig bei Monster der Stufe 5 oder 6 ist, wenn ich sie als Normalbeschwörung beschwören möchte, beziehungsweise als Tributbeschwörung, muss ich ein Monster von meiner Spielfeldseite als Tribut anbieten, damit ich sie beschwören darf.
Monster der Stufe 7 oder höher benötigen zwei Monster als Tribut im Normalfall. Außer sie haben einen Effekt, der besagt, dass sie jetzt mehr Tribute halt brauchen. Da gibt es ein paar Karten, wie zum Beispiel Obelisk der Peiniger. Die erfordern explizit drei Monster, damit man sie als Tributbeschwörung beschwören darf. Mhm. So viel dann aber jetzt dazu. Dann würde ich jetzt gerne in die Battle-Phase gehen wollen. Mhm. Und da möchte ich gerne als erstes mal mit meiner Bestie von Talvar einmal deinen Gamma, den Magnetkrieger, angreifen wollen. Okay, dann tue dies. Dann wird jetzt der Gamma zerstört. Und dann möchte ich ganz gerne mit meiner maskierten Bestie einmal Beta, den Magnetkrieger, angreifen. Auf die Angriffsdeklaration möchte ich gerne eine Falle aktivieren. Mhm. Und zwar... wo mache ich das jetzt? Ja, komm, mache ich. Unbeugsamer Geist. Mhm. Was macht denn die Fallenkarte? Falls du nur ein offenes Monster kontrollierst, wähle das Monster. Bis zum Ende dieses Spielzuges erhält es Angriffspunkte in Höhe der Angriffspunkte des Monsters mit den niedrigsten Angriffspunkten, das dein Gegner derzeit kontrolliert. Ups. Ja, also in dem Fall wäre das meine Bestie von Talvar. Das heißt, Beta, der Magnetkrieger, bekommt die 2400 Angriffspunkte zu seinen 1700 Angriffspunkten obendrauf gut gerechnet. Das heißt, er hat jetzt mal eben so 4100 Angriffspunkte und ich greife damit meiner maskierten Bestie leider ein wenig schutzlos halt an. Schade. Gut, das heißt, ich werde in dem Fall 900 Lebenspunkte verlieren und meine maskierte Bestie wird dann durch diesen Kampf zerstört und ich falle auf 3100 Lebenspunkte runter. Ja. Aber so ganz ungeschoren davon kommen lasse ich dich natürlich nicht. Nein, du hast sogar Glück, weil sonst müsste durch einen Karteneffekt zerstört werden. Ja gut, dann muss ich in dem Fall meinen Spielzug erst einmal beenden. Ja gut, dann in meiner Draw Phase ziehe ich eine Karte. Ja. Das hilft mir nicht so wirklich. Was mache ich nur? Mhm. Was mache ich nur? Alle Truppen Sturmangriff. Leider bleiben die Angriffspunkte ja nicht. Stimmt, denn die werden nur bis zum Ende des Spielzuges, glaube ich, erhöht, ne? Genau, bis zum Ende dieses Spielzuges, in dem diese Karte aktiviert wurde, werden die Angriffspunkte halt erhöht, ja. Ja. Okay, dann werde ich einfach als allererstes die Position meines Monsters ändern. Mhm. Und da greift dann wieder Angriff auf den Mond. Ja. Einmal pro Spielzug, wenn die Kampfposition eines Felsmonsters geändert wird, kann ich eine Zauber- oder Falle wählen, die du kontrollierst und sie zerstören. Da ja leider nicht mehr so ganz viel liegen ist. Wird dem Fall meine umfassende Verwüstung halt zerstört. Genau, so ist das. Wichtig bei der Änderung von Kampfposition eines Monsters, es gilt zu beachten, Monster dürfen grundsätzlich nur einmal pro Spielzug ihre Kampfposition ändern. Ergänzend dazu ist, wenn ein Monster einen Angriff deklariert hat während dieses Spielzuges, darf es, wobei das ist jetzt für das B2L-Format nicht relevant, trotzdem vielleicht schon mal zur Erklärung, falls ihr mal irgendwann in das Master-Duell-Format wechseln solltet. Wenn ein Monster einen Angriff deklariert hat während der Battle-Phase eines Spielzuges, darf es dann in späterem Zugverlauf seine Kampfposition auch nicht mehr manuell ändern. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Außerdem dürfen Monster ihre Kampfposition nicht in dem gleichen Spielzug ändern, zumindest nicht ohne einen Effekt, in dem sie halt beschworen worden sind. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise, wie gerade das vorhin gemacht hat, Beta beschworen habe, dürfte sie nicht im gleichen Spielzug auch noch in Verteidigungsposition ändern. Das dürft ihr auch nicht machen. Genau. Es ist jetzt wirklich gar nicht so einfach, was ich machen soll. Das kann ich nämlich alles noch mal nicht machen. Tja. Ja. Im Zweifelsfall sitzt man es einfach erstmal ein bisschen aus. Ja, ein bisschen kann ich schon noch machen. Na dann. Das mache ich dann jetzt auch. Und zwar aktiviere ich noch meine Falle Felsbombardierung. Mhm. Lege ein Felsmonster von deinem Deck auf den Friedhof und füge deinem Gegner 500 Schaden zu. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich möchte dann jetzt ein Felsmonster auf den Friedhof schmeißen. Mhm. Ganz oben. Da nehme ich dann Alpha Magnetkrieger. Gut, das heißt, ich verliere 500 Lebenspunkte und bin dann bei 2600 Lebenspunkten. So, die geht auch auf den Friedhof. Mhm. So, dann setze ich noch mal eine Karte.
Und dann gehe ich in die Endphase und gebe an dich. Alles klar. Dann gehe ich in die Dorfphase und ziehe erstmal eine Karte. Dann gehe ich in die Standby-Phase und in die Main-Phase. Hm, das ist im Auge. Oh, das ist nicht so gut. Nee, ist nicht so schön. Gut. Dann werde ich mal eine Karte verdeckt setzen. Und dann würde ich auch gerne in die Battle-Phase übergehen. Mhm. Und da würde ich ganz gerne mit meiner Bestie von Talwa einmal deine Beta-Magnetkrieger angreifen wollen. Ja, das ist dann so. Gut. Und dann beende ich meinen Spielzug. In Ordnung. Dann gehe ich jetzt in die Draw Phase, ziehe eine Karte. Standby Phase, Main Phase. Mhm. Okay. Ich habe noch alle Lebenspunkte. Ne? Du hast noch alle 4000 Lebenspunkte, ja. Alle 4000 Lebenspunkte. Aber sowas kann sich auch recht schnell wieder ändern. Also von daher, da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Ja, ich glaube. Die habe ich jetzt gerade gesetzt, ne? Nee, im letzten Zug sogar. Im letzten Zug sogar schon. Ja. Ich glaube, vielleicht. Ich denke, also bin ich. Ah, wie war das nochmal? Konnte ich auch in der Endphase noch Zauber und Fallen aktivieren? Prinzipiell geht das. Ne? Prinzipiell? Ja, also es geht. Es geht, okay. Nee, ist blöd, bringt mir nichts. Schade. Ah, okay. Ja, dann werde ich einfach. Ich verteidige mich einfach nur ein bisschen, indem ich ein Monster verdeckt in Verteidigungsposition setze. Und dann gebe ich nach meiner Endphase an dich ab. Gut, dann gehe ich in die Dorfphase und ziehe eine Karte. Und dann gehe ich in die Standby-Phase und auch direkt mal in die Main-Phase. Und dann rufe ich als Normalbeschwörung meinen leuchtenden Abgrund. Und würde dann auch gerne in die Battle-Phase übergehen. Ich möchte ganz gerne mit meiner Bestie von Talwa einmal ein ominöses, verdecktes Monster angreifen. Ja, damit greifst du Delta den Magnetkrieger an. Aha, okay. Ja, der hat einen ganz tollen Effekt. Magst du mal vorlesen? Falls diese Karte als Normal- oder Spezialbeschworen beschworen wird, dann kannst du einen Magnetkrieger der Stufe 4 niedriger vom Deck auf den Friedhof legen. Gut, beschworen hast du in diesem Spielzug ja nicht, also von daher, du hast ihn ja gesetzt. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du darfst drei Magnetkriegermonster der Stufe 4 oder niedriger von einem Friedhof verbannen, außer Delta den Magnetkrieger, und dann einen Valkyrien der Magnetkrieger als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen beschwören und auch diesen Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Dann, Genau, diesen Effekt möchte ich dann bitte jetzt auch gerne einmal aktivieren. Ja, und weil du ja passenderweise alle drei Magnetkrieger auf dem Friedhof liegen hast, kannst du sie jetzt auch verbannen und damit den Valkyrien, den du dir vorhin schon gesucht hattest, einmal als Spezialbeschwörung beschwören. Richtig, der Kollege. Valkyrien, ja. Magnetkrieger. Nun, du hast ja schon erklärt, was der tolle Mann kann. Ja. Nur seine Effekte sind ja jetzt leider ein bisschen obsolet geworden, dadurch, dass die Herren nicht mehr auf dem Friedhof liegen, sondern verbannt wurden. Genau, deswegen kannst du mit dem Effekt von Valkyrien die drei Magnetkrieger nicht zurückholen, weil sie auf dem Friedhof liegen müssen dafür. Genau. Aber es gibt durchaus Karten und Effekte, die können verbannte Karten wieder auf den Friedhof zurücklegen. Also von daher. Gut, dann werde ich keinen weiteren Angriff gegen dich starten, sondern beende stattdessen. Ja, in deiner Endphase möchte ich dann aber noch ganz gerne. Oh. Ja. Gut. Wenn ich durch einen Effekt die Position ändere, können die aber dann wieder umgeändert werden nachher, ne? Ja. Ja. Das heißt, dann aktiviere ich jetzt noch einmal die Schwerelosigkeit. Oh, damit änderst du die Kampfposition von allen Monstern. Allen Monstern, genau. Und da wieder ein Erdemonster, ein Felsmonster die Position gewechselt hat, darf ich wieder eine Zauber- oder Fallenkarte bei dir zerstören. Ja, dann muss ich leider mein Gemälde des dunklen Herrschers verabschieden. Die hätte durchaus böse sein können für dich. Ja, vielleicht. Ne? Gut, dann ist mein Zug aber jetzt tatsächlich endgültig beendet. Und du bist dran. Ich bin dran, dann ziehe ich eine Karte. Ja. Okay.
Aber wenigstens bewahrt mich das vor ein bisschen Kampfschaden. Ah, wie gemein, wie gemein, wie gemein. Oh nein. Obwohl, nee, doch. Doch. Ich glaube, das kriege ich hin. Ja. Und zwar habe ich hier ein Monster auf der Hand. Mhm. Interessant. Welches? Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Mhm. Muss erst als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du ein Erdemonster von deinem Friedhof verbannst. Ja. Na, das ist der sogenannte Felsengeist. Und da ich noch genau ein Erdemonster im Friedhof drin habe, ja, und zwar den Delta-Magnetkrieger, verbanne ich ihn jetzt einmal. Ja. Und beschwöre den Felsengeist. Mhm. So. Während deiner Battlephase erhält er 300 Angriffspunkte. Aber das ist erstmal egal. Er ist als Spezialbeschwörung beschworen worden. Und das ist eigentlich das Wichtige daran. Genau, jetzt hast du nämlich die Normalbeschwörung noch offen. Genau, und das mache ich jetzt auch. Und zwar biete ich diesen Kollegen als Tribut an. Mhm. Ich will kurz nachzählen, dass ich mich nicht verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und ich beschwöre dann Grandmark der Erdmonarch. Falls diese Karte als Tributbeschwörung beschworen wird, wähle eine gesetzte Karte auf dem Spielfeld und zerstöre das gewählte Ziel. Gut, aber da wir gerade keine gesetzten Karten auf dem Spielfeld liegen haben. Genau, gesetzte Karten sind nämlich grundsätzlich verdeckt. Genau, das ist halt der Sinn von gesetzten Karten. Genau, das heißt, ich könnte damit theoretisch auch meine eigene Karte kaputt machen. Das kann durchaus von Vorteil sein in einigen Situationen. Genau, weil das ist leider nicht optional, das muss man machen. Ja. Mhm. So, in diesem Fall aber nicht relevant. Mhm. Ja, und ich wechsle jetzt auch einfach noch mit meinem Valkyrion in die Angriffsposition, da ich ja in deinem Spielzug noch gewechselt habe. Ja. Und gehe jetzt von der Main-Phase einfach mal in die Battle-Phase. Der Angriff auf den Mond, ist das ein optionaler oder ein non-optionaler Effekt? Also musst du oder kannst du zerstören? Du kannst eine Zauberfalle wählen, genau, die dein Gegner kontrolliert. Genau. Ich frage nämlich deshalb, weil es gibt nämlich sogenannte optionale als auch non-optionale Effekte. Was bedeutet das? Also non-optionale Effekte sind Effekte, die man aktivieren muss. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein Effekt besagt, wenn jetzt der Mond gesagt oder der Angriff auf den Mond gesagt hätte, wenn die Kampfposition eines Felsmonsters geändert wird, zerstöre eine Zauberfallenkarte, dann hätte Jan in dem Fall eine Karte zerstören müssen. Wenn aber die Karte sagt, du kannst eine Karte zerstören, das ist ein sogenannter optionaler Effekt. Also diesen Effekt muss man nicht aktivieren und anwenden, sondern man kann ihn aktivieren, wenn die Aktivierungsbedingung für den Effekt entsprechend erfüllt ist. Das nochmal so zur ergänzenden Erklärung. Ja, aber von meiner Main-Phase gehe ich jetzt mal in die Battle-Phase. Ich kann endlich mal eine richtige Battle-Phase hier durchführen. Ne? Und ich möchte dann ganz gerne, ist glaube ich vollkommen egal, wie um, ne? 2000, ja, genau. Ich greife mit meinem Valkyrion-Magnetkrieger deine Bestie von Talvar an. Ja, die hat dummerweise keine Chance gegen dein mächtiges Monster. Nein, und Grandmark, der Erdmonarch, macht dann noch einmal aus deinem leuchtenden Abgrund Matsche. Alles klar, auf Wiedersehen, leuchtender Abgrund und bye bye. Leider bekommst du keinen Schaden, da weiter in Verteidigungsposition lagen, aber gut, da ich mit meinen Angriffen auch durch bin. Ja, bin ich dann wohl am Zug. Bist du dran, genau. Gut, dann gehe ich in die Draw-Phase und ziehe erstmal eine Karte, werde dann in die Standby-Phase übergehen und dann auch direkt in die Main-Phase. Ich werde eine Karte verdeckt setzen und dann werde ich meinen Spielzug auch schon wieder beenden. Okay, dann Draw-Phase, ich ziehe eine Karte, Standby-Phase. Ach, ich glaube, ich riskiere es einfach mal. Und dann kam die Spiegelkraft. Ja, wahrscheinlich. Aber no risk, no fun, ne? Mhm. Ich nutze jetzt einfach mal die sich mir bietende Gelegenheit und gehe in die Battle-Phase. Ja. Ich greife zuerst mit Grandmark der Erdmonarch an. Dann möchte ich gerne darauf reagieren. Ich aktiviere die Fallenkarte Maske der Schwäche. Sollte ein Monster angreifen, darf ich das angreifende Monster wählen. Das gewählte Ziel verliert bis zum Ende des Spielzuges 700 Angriffspunkte. Das heißt, Grandmark fällt auf 1700 Angriffspunkte runter und macht mir nur 1700 Punkte Schaden durch seinen Angriff. Okay. Und ich falle auf 900 Punkte runter. Ja, aber ich habe ja noch ein zweites Monster da liegen, Valkyrion Magnetkrieger, und mit dem greife ich dich dann jetzt auch nochmal an. Ja, den Schaden direkt nehme ich dann in voller Stärke und falle damit auf 0 Lebenspunkte runter und damit geht der Sieg dann an. Juhu, Jana. Ich habe gewonnen. Alle guten Dinge sind 3. Ja, das war unser drittes Tutorial-Duell. Wir haben euch jetzt noch ein paar neue Kleinigkeiten halt zeigen und erklären können.
Schaut auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht getan habt, die ersten beiden Duelle an, weil da könnt ihr auch schon mal ein paar grundlegende Sachen halt euch aneignen. Ansonsten haben wir noch unser viertes Duell offen. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen, weil da haben wir auch noch ein bisschen was Neues noch für euch parat. Ja, das war unser drittes Duell und ja, ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß gehabt und auch ein bisschen was gelernt. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann zum vierten Duell dann auch nochmal dann wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen.